Hallo und willkommen zurück zu Volcano Princess. Den Anfang hier haben wir beim letzten Mal schon gehabt, deshalb kriege ich das mal durch. Da geht es halt darum, dass wir jetzt Verantwortung als Elternteil übernehmen müssen, auf unsere so die Sorgen unserer Tochter Acht geben müssen und uns ein Ziel setzen, dass wir nämlich ein vertrauenswürdiger Mentor für unsere Tochter sind. So, dann haben wir letztes Mal halt nicht den Brief geöffnet, was vielleicht auch ganz gut war, denn eben habe ich die Aufnahme schon mal von einer Stunde gestartet und dann festgestellt, sobald ich den Brief öffne, stürzt das Spiel ab. Und zwar immer wieder. Da scheint es beim letzten Patch ein Problem gegeben zu haben. Es gibt aber eine Hilfe in der Steam-Community, wo man sich in der Steam-Datenbank über die Konsole ein neues Depot runterladen kann und dieses Depot kann man dann in den Spielerordner kopieren und dann geht es wieder. Zwischenzeitlich hatte ich auch mal probiert, die Sprache von Englisch, also die Textsprache von Englisch auf Chinesisch umzustellen. Dann kann ich zwar nichts mehr lesen, aber dann ist der Bug nicht da. Also der Bug ist tatsächlich nur wegen der Übersetzung da. Und das ist ja häufiger so bei Spielen. Muss man immer mal ausprobieren, wenn irgendwas nicht geht. Einfach mal die Sprache auf Englisch umstellen oder beziehungsweise auf die Originalsprache, in der das Spiel programmiert wurde. Und manchmal geht es dann. Naja, aber gucken wir doch mal in den Brief rein. Der ist tatsächlich von Mona, die auch jetzt direkt vor der Tür steht. Und beim ersten Öffnen des Briefes wird einem auch noch ein Tutorial angezeigt, wo dann gesagt wird, dass Leute einem manchmal Briefe schreiben, dass da immer ein Geschenk beiliegt. Inzwischen, weil ich es jetzt mehrfach ausprobieren musste, weiß ich, dass dieses Geschenk hier zufällig ausgelost wird. Und das Geschenk ist immer ja ein Buch, was aber im Prinzip einem Kurs entspricht. Also wir müssen ja immer einen Terminplan festlegen für den Monat. Und da können wir da eben mal nicht die normalen Kurse besuchen, sondern das, was hier in dem Geschenkbuch mit bei war. Und dann können wir diesen Brief beantworten und je nachdem, was wir antworten, findet Mona das mehr oder weniger gut und bringt halt den Zuneigungspunkt. An die Simba mit dem liebenswertesten Essensgesicht. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Menschen sehen ja oft ein bisschen merkwürdig aus, während sie was essen und selten hat mal jemand ein schönes Gesicht beim Essen. Und bei Simba scheint das wohl so zu sein. Ich musste heute an dich denken, als ich einen Grillkäse auftischte. Das Essen wurde umso leckerer, als ich dir beim Essen zusah. Und als ältere Schwester macht es mich glücklich, dich so zu sehen. Es tut mir leid, ich bin so Schreiben nicht gewohnt. Aber ich wollte es zumindest mal versuchen und dich mit diesem Brief grüßen. Ich will dich also bald mal wieder essen sehen, Mona. So, können wir das Geschenk auspacken? In diesem Fall ist es 7 Steps to Leaving a Good Impression. Also 7 Schritte, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Als ich das vorhin gemacht habe, war da irgendwas mit Schwertkampfkunst drin. So, auch diese Antworten hier, die sind in der Reihenfolge zufällig. Und der Text hier sagt mir, dass Mona zwar immer viel zu tun hat im Restaurant, dir das Kochen und so auch Spaß macht, aber ihr fehlt ein Gesprächspartner, ihr fehlt einfach eine gute Freundin. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal, ich wünschte, ich könnte auch mehr mit Mona sprechen. Gibt jetzt 4 Herzen, ja. So, dann können wir mit Mona reden. Da habe ich übrigens auch mal ausprobiert, wir können sagen, Simba ist nicht zu Hause. Ja, ist gut, dann geht sie halt wieder weg. Das wäre aber, glaube ich, nicht so gut. Nein, Simba ist natürlich da. So, und jetzt geht es darum, dass sie Kirschkuchen gebacken hat, dass wir den gemeinsam essen wollen. Jetzt gehen wir dann ins Restaurant. Dann kommt wieder das Gespräch, wo die über Lepsa reden. Und da habe ich jetzt auch diese Sache von der letzten Folge mal ausprobiert, was diese Antworten bedeuten. Und es ist tatsächlich so,
Auch wenn ich sage, I'm a big fan of Lord Lepsa, das ist auch so gemeint. Also beide Antworten bedeuten im Prinzip das Gleiche, nämlich dass wir Lepsa gut finden. Ich denke, dies hier ist das schwächere Gut und das nehme ich dann halt. Ein Fan, also wir sind wirklich nicht fanatisch. Nee. So, das haben wir halt schon mal gelesen. Ja, weiter, weiter, weiter. Und wieder zurück nach Hause. So, wunderbar. Ja, Papa ist auch zu Hause. Gut. Dann gucken wir uns mal Sachen an, die wir uns hier letztes Mal noch nicht angeguckt haben. Oder, ja, doch, wir haben ja einen Liebesbrief bekommen. Admiral Level 1. Ich glaube, wir müssen 8 Liebesbriefe bekommen, um hier auf Level 2 aufzusteigen, oder? Nee, ja. Weiß ich nicht, was diese 8 da zu sagen hat. Gucken wir doch mal rein. Ich hoffe, die Göttin segnet mich mit einem Augenpaar, um deine Fehler zu sehen, deine Macken, damit mir die schlaflosen Nächte, in denen ich wach liege und an dich denke, erspart bleiben. In Liebe, bis der Tod uns trennt, banal. Okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer Barnard ist. Und dann muss ich auch sagen, auch diese Briefe hier scheinen zufällig zu sein. Denn als ich es vorhin ausprobiert habe, war es Germain, der Schmied, der uns einen Brief geschickt hat. Bei Germain wusste ich ja noch, dass der schon relativ steinalt ist aus Simbas Sicht. Und da dachte ich, okay, höfliche Ablehnung bitte. Und bei Barnard weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer das ist. War das einer von den beiden auf der Insel? Entweder der Künstler oder der Charmeur? Oder war das auch jemand in der Stadt? Jetzt wünsche ich mir, dass ich das hier anklicken kann, die Leute mir angucken kann. Nun gut, jedenfalls haben wir jetzt die Möglichkeit, entweder nochmal zu antworten, also wir können natürlich auch den Brief liegen lassen, nichts machen, oder wir können auch unsere Dankbarkeit äußern, und je nachdem, was wir machen, kostet das Wahrnehmung. Wir haben in den ersten beiden Folgen ja schon mal Wahrnehmung gesammelt. Durch bestimmte Aktionen gab es mal 3 Punkte, mal 1 Punkt und so weiter, und die können wir jetzt hier entsprechend einsetzen. Solange ich nicht sicher bin, dass Barnard ein toller Typ ist, für den ich mich auch interessiere, werde ich jetzt einfach nur mal ganz normal antworten. So, die Stimmung geht dafür um 5 Punkte hoch. Sie antwortet mit sanften Worten. Sonst passiert nichts. Okay. Ja, da müssen wir uns ihre Sorgen auf jeden Fall anhören. Okay. Ah. Jetzt können wir entweder mit ihr über ihre Sorgen sprechen, dann kostet das aber 4 Aktionspunkte, weil Simba braucht ja auch Zeit dafür. Oder wir können sagen, ach, lass sie, die wird schon alleine klarkommen. Dann steigt aber der Dunkelheitswert, die dunkle Macht in ihr. Und das möchte ich ja nicht. Nee, wir plaudern mal mit ihr. Papa, weißt du, wie die Beziehung zwischen den Lords ist? Ich hörte, dass Prinzessin Gwynnis und Rebesa sich einmal duelliert haben im Wald. Und der Direktor Claude,
Brain Brian. Nee, Claude Brian Brain. Das war der Schiedsrichter. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Prinzessin Gwyneth hat an dem Duell teilgenommen, weil sie unzufrieden war mit Rebesas Status als Special Lord der Familie Handel. Und er wollte, und sie wollte testen, ob sie überhaupt geeignet ist, Lord zu werden. Aha, und wer hat denn gewonnen? Sie haben nicht beschlossen, wer gewinnt oder verliert. Im letzten Augenblick hat Direktor Brian sie gestoppt. Okay, und wenn sie jetzt weiter gekämpft hätten, dann hätte es doch einen Streit gegeben zwischen der königlichen Familie und den beiden Hauptfamilien. Also zum Beispiel, wenn jetzt diese drei Lords ein Duell auf Leben und Tod machen vor den Stadttoren und dann kommen die Ritter rausgelaufen, um ihre Lords zu verteidigen, und dann gibt es auf und dann sorgt es dafür, dass letztendlich alle drei besiegt werden und verletzt sind, dann würde ja doch die nationale militärische Stärke drastisch reduziert werden. Was sich Simba mit 13 Jahren so für Sorgen macht. Nachdem du Knappe geworden bist, ist in dir ein Verantwortungsbewusstsein entflammt und du machst dir Sorgen um das Land und die Menschen. Das denkt Leo jetzt nur, das sagt er ihr nicht. So, das muss ich ihr nicht sagen, das weiß sie, ich werde sie immer beschützen. Ich weiß jetzt auch meine Aufgaben gar nicht mehr, wie ich sein muss. Ich könnte ihr sagen, erkläre den Menschen, immer auf der Seite der Gerechtigkeit zu stehen. Das kann Probleme machen. Ich weiß nicht, wer bei Game of Thrones das Haus Stark verfolgt hat. Die waren immer so in Sachen Gerechtigkeit unterwegs. Es ist nicht immer erfolgreich. Wir können die Balance zwischen den drei Lords beschreiben oder wir können unsere Tochter loben, weil sie so weitsichtig ist. Letztendlich war aber ihre Ausgangsfrage doch, wie ist denn jetzt diese wie ist die Balance zwischen den drei Lords, oder beziehungsweise in welchem Verhältnis? Nicht Balance wollte sie wissen, sondern die Beziehung von diesen drei Lords. Deshalb wähle ich mal diese Antwort, weil Simba ja auch ein bisschen auf dem Wissenstrip ist. Vielleicht hilft dir das ja wissenstechnisch dann weiter. So, Papa-Rating geht hoch. Ich verstehe. Es scheint so, als ob sie kurzfristig keine Probleme machen oder Probleme kriegen. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Es ist auf jeden Fall besser, Papa zu fragen bei solchen Sachen. Nach einer Herz-zu-Herz-Unterhaltung, also ich sage es einfach mal, sagen wir mal ein Vier-Augen-Gespräch mit Papa, hat sich Simbas Intelligenz um 50 Punkte erhöht. Sie fühlt sich voller Energie, ihr Mind ist auch um einen Punkt besser geworden. Das hilft ihr auf der Akademie, wo sie ist, bestimmt weiter. Simbas Kommentare für Papa sind besser. Oh, diese Übersetzung ist so grauenvoll. Also ich vermute einfach, sie wollen uns damit sagen, dass Papas Ansehen in Simbas Augen besser geworden ist. So, dann haben wir hier noch Karl Mut, kann ich nicht anklicken. Ein Regensturm, ein Regenschauer wäre cool während dieser Jahreszeit. Also weil es im Sommer so warm ist. Okay.
Ja, ich muss mir jetzt nochmal angucken, was ist mein Job? Vater liebt seine Tochter, Vater ist weise. Okay, haben wir in diesem Fall beides schon mal gesteigert, das ist schon mal gut. So, und dann konnten wir hier Punkte verteilen. Wir hatten noch irgendwelche anderen Ziele. Ach ja, genau, das auch nochmal wieder. Okay, Simba, bevor wir zusammenarbeiten, gibt es noch ein paar Sachen, die wir klären müssen. Ja, die Fragen, die wir antworten. Genau, und diesmal mache ich einen Unterschied zum letzten Mal, weil ich habe mir überlegt, ich bin zwar nicht so in Sachen Religion, ich bin nicht daran so schrecklich interessiert, aber in diesem Spiel hilft es bestimmt, wenn man sich mit der Religion auskennt. Es geht doch da um die Vulkanprinzessin, das ist ja die Religion, das ist ja die Göttin hier. Und darüber Wissen anzuhäufen, kann uns im Spiel bestimmt auch weiterbringen. Also deshalb Religion wichtig. Lesen wir gerne? Ja. Mögen wir Alchemie? Ja. Debattieren wir gerne? Nein. Okay, jetzt haben wir Pläne. So, hier haben wir Ritual Courses abgeschlossen. Was ist Gott? Literaturkurs 1 haben wir abgeschlossen. Schöne Worte. Wissenschaftskurs haben wir abgeschlossen. Okay. So, wir müssen jetzt Mindwert von 10 erreichen. Live-Talente müssen wir steigern. Genau, das war das. Da muss ich. Wir haben jetzt einen Talentpunkt bekommen. Den werde ich auf jeden Fall in Live investieren. Wir sollen einmal Beute suchen, jagen. Warum ist da ein Pferd drauf? Sachen reparieren, Intelligenz 500. Das geht sowieso nebenbei, Intelligenz 500. Okay. Und Apprentice Rider. Okay. So, wir haben jetzt schon mal Landgift gehabt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal so eine Pferdefreundschaft ein. Und jetzt müsste das hier bei 2 sein. Ja, ist okay. So. Wir haben noch 6 Aktionspunkte. Jetzt muss ich mir das erstmal nochmal den Plan wieder angucken. Ich werde das machen mit dem Bogenschießen. Wir sind zwar nicht auf der Ritterakademie, also nicht auf Kämpfen spezialisiert. Das ist schon eine Ritterakademie, wir werden aber eher Wissenschaftler. Trotzdem, weil ich jetzt diese 300 Punkte in Stärke schon investiert habe und weil wir auch in Dungeons gehen müssen, um zu kämpfen, es ist sicherlich nicht schlecht, Bogenschießen zu steigern. Und Schwertkampfkunst warte ich auf jeden Fall, bis wir 400 haben. Ob ich das überhaupt mache, weiß ich noch nicht. So, dann haben wir hier beides, beziehungsweise das können wir mit 4 mal erfüllen. Lerne die Vulkangöttin kennen. Ja, das interessiert mich auf jeden Fall auch. Und hier wird schon schwieriger. Da wird es auch ganz schwierig. Ah, ich verstehe. Das ist das Buch, was wir von Mona bekommen haben. Und wir könnten es in einem Zug lernen, wenn wir den Emo-Wert von 300 haben. Bei den anderen ist es ja immer so, wenn wir den Wert hier erreicht haben, dann bringt es uns 25% und mehr als 25% können wir niemals kriegen. Hier haben wir jetzt nur 3/4 von dem, was wir brauchen. 3/4 von 25 ist 6,25 mal 3, 18,75, also 19 aufgerundet. So ergeben sich hier die Prozentwerte beim Steigern. Das heißt, ich würde diesen Kurs dann
mindestens, oder den Kurs würde ich zweimal besuchen. Den Kurs würde ich zweimal besuchen. Und dann einmal noch diesen Kurs, aber da müssen wir sehen, dass wir unseren Emo-Wert nochmal um 44 Punkte steigern vorher. Das versuche ich doch mal. Wir könnten Spiele spielen. Da geht auch die Stimmung hoch. Aber ja, das ist eher für dort das Goodwill. Die 5 Emo-Punkte, das lohnt sich nicht. Gut, wo können wir hingehen? Ah, hier sehen wir es auch nochmal. Wenn wir Stärke steigern wollen, wenn wir Vorstellungskraft steigern wollen, wenn wir Emo steigern wollen, gehen wir hier hin. Gut, gehen wir erstmal ins Restaurant. So, eine Zivilistin. Mein Ehemann ist Gelehrter. Er kann lesen und schreiben. Ich bewundere ihn dafür sehr. Sie waren sehr beschäftigt in den letzten beiden Jahren, haben die Degeneration von irgendwas erforscht oder so. Ich begreife das nicht. Okay, das bringt auch einen Wahrnehmungspunkt. Also immer mit allen Leuten sprechen ist schon mal sehr gut. Nina. Genau, Nina haben wir schon kennengelernt. Die will mit uns auf Abenteuer gehen. Und ist Monas Schwester. Ich hoffe, ich liege da noch richtig. Hey, das ist das erste Mal, dass wir uns außerhalb der Schule unterhalten, was? Ja, wir plaudern auf jeden Fall. Wirklich? Du bist schon seit so jungen Jahren immer in diesem Restaurant gewesen? Mona hat dieses Restaurant erst letzten Monat übernommen und jetzt helfe ich ihr. Ja, kein Wunder, dass das Essen in letzter Zeit besser geworden ist. Ja, die Kochkünste von Mona sind immer sehr gut. 2 Punkte. Es ist wirklich heiß. Selbst so angezogen kann ich einfach nicht aufhören zu schwitzen. Es ist wirklich sehr heiß, in der Nähe des Ofens zu arbeiten im Sommer. Du solltest mal Pause machen. Ja, aber im Restaurant ist so viel los. In dem Augenblick, wo ich die Türen aufmache, habe ich den ganzen Tag immer extrem viel zu tun. Mir dreht sich schon alles. Ein kleiner Junge. Ich sitze hier den ganzen Nachmittag und erzähle umsonst Geschichten. Es ist so langsam nicht so langsam, es ist so langweilig zu Hause. Und die Erwachsenen fragen mich immer oder sagen mir immer, ich soll meine Hausaufgaben machen. Und das ist so nervig. Aber hat er gesagt, er erzählt? Nee, er hört sich diese Geschichten an. So, und Derek könnte uns jetzt eine erzählen. Na, möchtest du eine coole Story hören? Plaudern wir erstmal noch mit Derek. Die Farbe der Herzen hat bestimmt auch irgendwas zu sagen. Oder geht es, haben diese Farben was mit diesen Farben zu tun? Rot, grün, gelb, blau, dass er hier so ein Vorstellungskrafttyp ist. Wie dem auch sei, jemand sollte niemals die eigene Geschichte aufgeben. Ach so, nee, das war jetzt mal nicht. Auch nur 15 Emo-Punkte. Ich muss das dreimal machen. Dann bin ich bei 300, aber ich denke, es lohnt sich. Sind die Geschichten von Derek nicht interessant? Ich höre ihnen immer in meiner Pause zu. Ach was, du machst Pause? Eben hast du noch erzählt, dass du nicht weißt, wo dir der Kopf steht. Plaudereien. Wenn Simba eine Aktion macht und es einen Stadtbewohner gibt, der einen bestimmten Beziehungslevel erreicht hat, also dass wir jetzt miteinander bekannt sind,
wird diese Person Simbas Verhalten bewerten. Wenn Simba, und jetzt müssen wir noch aufpassen, welche Leute hier noch rumstehen. Das heißt, wenn wir irgendwas, wir unterhalten uns mit einer Person und sagen der dann, ja, Schmieden finde ich langweilig zum Beispiel. Und der Schmied steht daneben und kriegt das mit, dann findet er uns eventuell doof. Und wenn Simba aber was macht, was die andere Person gerne macht, dann ja, steigern wir unsere Gunst. Okay. Weil Mona sich einsam fühlt und uns den Brief geschrieben hat, will ich auf jeden Fall sie nochmal um Rat fragen. Ich kann ganz gut mit Schwertern umgehen. Komm her, halte dieses Schwert mit beiden Händen und ich zeig dir, wie man es richtig hält. 10 Stärke, 3 Wahrnehmung. Und wir können ihr noch vielleicht ein Geschenk machen. Ein Vergissmeinnicht. Auch nochmal 2 Punkte. Wow, ich bin so glücklich, dass du mir ein Geschenk gemacht hast. So, jetzt müssen wir nochmal Geschichte hören. Wenn dieses Restaurant Dereks Geschichten nicht hätte, dann wäre hier vielleicht nicht so viel los. So, dann müssen wir uns wieder auftanken mit Essen. Geld spielt keine Rolex. Und hier gab es auch noch was zu kaufen. Fleisch für 30, ja. Weizensamen habe ich eigentlich noch. Aber es kostet nur 10. Ich kaufe sicher jetzt auch noch einmal nach. Und nochmal Weizen selber für 10, auch gut. So, dann hören wir uns nochmal die Geschichte an. Ist jetzt vielleicht ein bisschen einseitig, aber ich brauche die 300 Punkte. Das ist eine komplizierte Geschichte. Ich hätte nicht dieses Ende erwartet. Okay. Nina wollte uns ja begleiten. Deshalb werde ich sie auch noch mal um Rat fragen. Ich habe gerade erst in der letzten Zeit eine Novelle über eine theologische Theorie gelesen. 20 Intelligenz, 3 Perception, okay. Okay, dann sind wir hier durch. Snacks brauchen wir nicht. Ich habe noch 95 Mut. Also, das ist okay. Dann gehen wir hier mal zum See. Da können wir uns auch noch ausruhen. Ah ne, und er, der Charmeur war Hackett. Ich muss gleich nochmal gucken, wer Banar ist. So, hier nochmal kurz hinsetzen. Dann gucken, ob wir was kochen können. Können wir tatsächlich. Ja, ein Würstchen braten. Bringt uns einen Action Point. Das Brot auch. Ja, wir müssen auf jeden Fall kochen. Kochlevel steigern, schon mal gut. Also ich koche mal beides. So, wir essen das Brot auch direkt. Dann die Würstchen, die werde ich noch nicht sofort essen. So, dann reden wir nochmal mit der Bauersfrau. Im Sommer sehen die Weizenfelder grün aus und riechen frisch. Die friedliche Atmosphäre am See lässt eine subtile Veränderung der Luft spüren. Anstelle Schwerter zu schwingen, fange ich lieber ein paar Insekten. Ach, so einer bist du. Da ist ein großes
Insekt mit einem Horn, was sehr viel Pests, ist das so Entengrütze essen kann. Du fängst also gerne Insekten? Ja, du hast doch hoffentlich keine Angst vor Insekten, oder? Naja, aber besonders mögen tue ich sie auch nicht. Findest du es nicht cool, dass manche Insekten so einen metallischen Glanz haben im Sonnenlicht? Ja, manche Insekten sehen schon toll aus, aber halt ein bisschen aus der Ferne betrachtet dann. Ich muss hier nochmal reingucken, ich weiß das schon gar nicht mehr. Genau, hier können wir gucken, wer Banar ist. Und wissen wir, was die Herzen bedeuten? Ah ja, er ist noch fremd. Okay, die Anfangsherzen scheinen immer blau zu sein. Ah, ich verstehe, deshalb die unterschiedliche Farbe. Bei einigen Leuten brauchen wir ein viertes Herz, bis wir mit denen bekannt sind. Bei manch anderen reicht schon ein zweites Herz. Die Beziehung zwischen den Bewohnern hier ist in vier Stufen aufgeteilt. Fremde, Bekannte, Freunde und BFFs, also beste Freunde, für immer. Die Dorfbewohner brauchen unterschiedliche Punkte, um das zu erreichen, ja. 10 Herzen ist Max. Achso. Ja, die Zuneigung ist durch Herzen dargestellt und 10 Herzen ist das Maximum pro Interaktion. Das ist mir auch nicht ganz klar dargestellt. Was bedeutet das jetzt? Heißt das, jede Person hat, können wir bis auf 10 Herzen bringen? Das ist das, was ich glaube. Das steht da zwar nicht, aber ich glaube, dass das gemeint ist. Oder bedeutet das, dass wir, wenn wir einmal plaudern oder sowas, auch mal 10 Herzen kriegen? Okay. Goodwill-Event. Positive Events. Nachdem du einen neuen Beziehungsstatus mit Bewohnern hast und die Attributsvoraussetzungen auch erfüllst. Aha, für bestimmte Leute müssen wir auch eine bestimmte Stärke, Intelligenz oder so haben. Dann gibt es ein Herz-Event. Deshalb stand Mona bei uns vor der Tür. Der Bewohner lädt Simba ein, dass sie gemeinsam Zeit verbringen. Können wir annehmen, können wir auch ablehnen. Wenn einmal abgelehnt wurde, wird der Bewohner nie wieder fragen. Bei jedem Bewohner gibt es 3 positive Events. Wenn du die Person mal heiraten willst, musst du alle 3 Events erfüllen und 10 Herzen erlangen. Wenn du dann diese Endbedingung erfüllt hast, bekommst du das Ending mit dem Dorfbewohner, der die höchsten Herzen hat. Ah, okay, ich verstehe. So entstehen also die verschiedenen Enden. Oder ich vermute, es gibt einmal so ein Spielende und dann noch Charakterende. Und je nachdem, mit welchem Charakter man sich am besten versteht, dessen Charakterende bekommt man. So, wir wissen noch nicht, was der gerne mag und so. So, mit Mona sind wir bekannt. Aber wer ist Banar? Der taucht hier noch nicht mal auf. Hat uns aber einen Liebesbrief geschickt. Hä? So, warum hier 8? Ich denke, Adora ist auch nicht
damit gemeint, dass es 8 Leute gibt, die uns toll finden, sondern es ist einfach auch so eine Art, ja, Charisma oder so, wo wir, also wie stark ist unsere Ausstrahlung auf Leute, dass die mit uns was machen wollen? So, wenn wir erkunden gehen, wenn wir Pferderennen machen, wenn wir Theaterperformance machen und wenn wir Wettbewerbe gewinnen, kriegen wir Fame, also Ruhm. Es gibt auch einen weisen Mann am Altar, wo wir Fame-Punkte ausgeben können, um quasi unsere Bildung zu verbessern. Zusätzlich brauchen manche Karriere-Endings, ah ja, eben waren wir bei den Charakter-Endings, jetzt gibt es noch Karriere. Da brauchen wir also auch einen bestimmten Ruhm, um das erreichen zu können. Das gefällt mir übrigens sehr, sehr gut. Es gibt ja manchmal so Spiele, da gibt es dann, ich sag mal, ein schlechtes, ein normales und ein tolles Ende. Und um das tolle Ende zu erreichen, muss man alles absolut hundertprozentig perfekt machen und so. Das kann hier natürlich auch sein, aber in der Regel erreicht man dann immer das normale Ende. Oder dann freut man sich, wenn man das schlechte Ende nicht erreicht, sondern das normale Ende. Und dann spielt man nochmals wieder das normale Ende und so weiter. Wenn es hier aber dann so viele verschiedene Abstufungen gibt, dann hat man wenigstens auch das Gefühl, bestimmte Sachen erreicht zu haben. Und beim nächsten Spiel ist man dann vielleicht ein Stückchen besser und so. Okay. Kampf können wir gar nichts. Ja, okay. Und hier waren unsere Items. Ich gehe nochmal in die Stadt. Im Prinzip brauche ich jetzt nichts mehr von diesen Sachen für unsere Kursvorbereitung. Wir waren noch nicht am verlassenen Hafen. Unterirdisches Pferderennen. Gibt's das ernsthaft? Warum? Warum unterirdisch? Mögen Pferde das? Ich kann es mir nicht vorstellen. Grüße, junge Frau. Ich bin Mark. Freue mich, dich kennenzulernen. Mein Traum ist es, ein richtiger Ritter zu werden. Ja, ein Schreiberling. Hallo, kleine Dame. Hast du mal das Buch Reisen in das Goldene Land gelesen? Dort steht, dass es südlich von Daman ein mysteriöses Meer gibt, was zur Goldküste führt. Und dort ist überall Gold. Ich interessiere mich nicht so für Gold, ehrlich gesagt. So, wir können uns mal angucken, was wir tun müssten. Ich will jetzt aber nicht Pferde rennen. Wir haben ja auch gar kein Pferd. Nachdem wir ein Pferd gezähmt haben, können wir an Pferderennen teilnehmen. An ungeraden Monaten findet das Pferderennen statt. Ach so. Genau, das Pferderennen gibt es an ungeraden Monaten und Schönheitswettbewerbe oder so ähnlich gibt es an geraden Monaten. Wenn wir also so einen Wettbewerb gewonnen haben, bekommen wir Prestige und Belohnung. Ein Pferd hat 4 Attribute: Grundgeschwindigkeit, Beschleunigung, Anzahl der Beschleunigung und Äußerlichkeit, also Erscheinung. Ein zufälliges Attribut können wir verbessern, indem wir etwas Bestimmtes im Waffenladen kaufen, also ein Pflegewerkzeug. Okay. Gehen wir hier mal wieder.
Hier können wir nur erkunden, aber es kann natürlich sein, dass hier eine Person ist, mit der wir sprechen können. Tatsächlich, Benson ist da. Und das ist ein Stein. Charakter aufleveln. Diese Steine kriegen wir, wenn wir Dungeons erfolgreich absolvieren. Sommer ist die Jahreszeit der hellen Farben. Da gibt es kein nichts Besseres, was man bildlich festhalten kann. Ja, und hier sehen wir auch schon die Herzen. Das heißt, wir müssen 5 Herzen erreichen, damit wir ihn einladen können, auf Abenteuer mit auszuziehen. Simba, lange nicht gesehen. Bist du zum Spazierengehen hier? Oder willst du in den Wald? Das Bild, was ich gemalt habe oder gezeichnet habe, als ich dich das letzte Mal sah, ist bereits eingerahmt. Du kannst es jederzeit in der königlichen Galerie betrachten. Der Wald ist nicht immer friedlich. Wenn du hier alleine herkommst, musst du besonders vorsichtig sein. Es ist ein gefährlicher Ort. Ist schon okay. Ich bin doch jetzt schon fast Ritter. Ich war schon mal im Wald. Ja, und hast ordentlich auf die Mütze bekommen. Wirklich? Wie fantastisch. Wenn du landschaftlich schöne Dinge siehst im Wald, gib mir bitte Bescheid. Dann ein Gelehrter. Es hat viel Anstrengung bedurft. Es hat viel Anstrengung, vieler, es hat vieler Anstrengung bedurft, um die alten Bücher von Heathcote zu tragen. Achso, tschuld. Er ist wahrscheinlich ein Gelehrter, der zusammen mit Heathcote unterwegs war. Und er hat die ganzen Bücher getragen, wenn ich das richtig verstehe. Auch wenn ich wie ein Forscher aussehe, bin ich eher ein Bote. Er macht Besorgung. Kann ich nichts machen. Wishing Pool. Genau, das war das. Oh ja, das Quartier unseres Lords. Claude Brian Brain. Guten Morgen, Simba. Ich bin zwar dein Direktor, aber du kannst mich einfach Claude nennen. Wenn es dir kein Problem bereitet, möchtest du dich denn selbst vorstellen? Ich habe schon deine Schülerakte gelesen. Du bist immer noch Schülerin vom St. Elmer College, richtig? Ja, Herr Direktor, ich bin... Und dann stellt sie sich vor. Heute passiert nichts Besonderes. Soll ich ihn auch mal um Rat fragen? Ich warte noch ab. Lieber Leute, mit denen ich auf Abenteuer ziehen kann. Das ist bei ihm ja nicht der Fall, ne, oder? Nee. Das wäre es auch noch gewesen. Sonst kann ich hier nichts anklicken. Gehen wir wieder. So, dann haben wir noch einen zentralen Platz und dann waren wir überall. Und dann kann ich noch meine letzten Punkte ausgeben. Ach ja, Alchemist. Ich muss noch irgendwas Alchemistisches machen. Du warst ja bereits im Alchemiezimmer im Westen, richtig? Die letzten 2 Jahre habe ich Heathcote umgegraben. Okay, Heathcote ist also kein Typ, sondern ein Ort. Er hat dort Materialien gesammelt und hat seltene Erze gefunden. Solange du klug genug bist, ist es möglich, sie in etwas Gutes zu raffinieren.
muss noch mal eben gucken, was jetzt noch mal mein Ziel. Ah, Moment. Das war hier, ne? Einen Gegenstand reparieren. Dazu müsste erstmal einer kaputt gehen. Und dann ist die Frage. Ach nee. Das Reparieren ist wieder eine schlechte Übersetzung. Ich denke, sowas hier sollen wir tun. Da steht Repair und wir müssen bei irgendwas erfolgreich sein. Umso höher der Mind, umso höher der Success. Okay, dann machen wir erstmal die Geschichte, dass wir Mind auf 10 bringen, bevor ich hier was anfange. So, Rebecca. Rebecca, die auch manchmal Rebesa genannt wird. Du bist so wunderschön. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Rebecca. Mir gehört das Kleidungsgeschäft. Der Körper einer Frau ist wunderschön. Das ist ganz okay, im Sommer davon etwas mehr zu zeigen. Bankett. Das haben wir noch nicht angeguckt. Wir können auf dem Hauptplatz am Gartenball teilnehmen. Dann treffen wir hochrangige Charaktere später mal. Also da am Ball, da lernen wir die erstmal kennen und später können wir die nochmal treffen. Wir können über 15 verschiedene Themengebiete auf dem Ball sprechen. Und der Level dieser Themen hängt von Simbas Lebenserfahrung ab. Bezüglich dieses Themas. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt viel über die Göttin gelernt haben, kann sie bestimmt darüber auf dem Ball auch sprechen. Und wir sollen natürlich möglichst über hochrangige Themen sprechen. Die prominenten Teilnehmer werden auch weniger aggressiv sein, wenn wir sie auf ein Thema ansprechen, was sie mögen. Und natürlich umgekehrt. Wenn wir über ein Thema sprechen, was sie nicht mögen, sagen sie mehr aggressive Sachen. Also achte drauf, was du sagst. Wähle das richtige Thema, je nach Beruf und Persönlichkeit. Okay. Da will ich jetzt nicht hin. Das kostet 5 Aktionspunkte. Das bringt mir jetzt noch gar nichts. Reden wir nochmal mit Mary. Möchtest du die Geschichte des Badehauses hören? Hey, ja. Wenn ein männlicher Gast mit langem Haar in das männliche Badehaus geht, ist es eine Sensation. Ja, okay. Für die anderen Gäste, weil die denken, hat sich eine Frau hin verirrt oder ich weiß es nicht. Oder sieht nasses, langes Haar so toll aus? Wushi. Kuckuck, kuckuck. Ich hätte nie dran gedacht, dass ich dich in dieser Welt mal treffe. Die erinnert mich an Pamela aus den Atelierreihen. Und Jermaine. Lehrlinge oder beziehungsweise ja, Neulinge können billige Schwerter kaufen. Das ist ja egal, ob die stumpf sind oder nicht. Manche Menschen sind gierig auf gute Waffen schon von Anfang an. Aber ein wirklicher Meister kann seine Macht auch mit dem billigsten Schwert unter Beweis stellen. Lohnt sich das vielleicht, einen Bogen mal zu kaufen vielleicht. Das kostet 300. Komm, ich kaufe den mal. Ein Eichenbogen.
So, das andere ist weg, konnten wir nicht verkaufen. Ach doch, können wir es verkaufen. Nee, doch, da. Nochmal eben sehen. Das war Attack plus 3 und Stamina 10%. Ja. Eigentlich haben wir jetzt nur 2 Attack-Punkte dazu bekommen und 3 Dodge-Punkte. Ja, ich weiß nicht, ob sich das so gelohnt hat. Ich verkaufe den mal nicht. Vielleicht kann man den noch irgendwie verschenken oder so. 6 Gold ist ja nichts. Okay. Das kann man nicht machen. Ich bin noch am Überlegen, was ich mit meinen letzten Punkten mache. Und da gehe ich nochmal nach Hause und gucke nochmal an den Plan für die Zukunft. Welches Attribut brauchen wir denn noch, wenn wir das andere durchhaben? Dann brauchen wir entweder das hier, Emo auf 400. Int auf 400, das wird sich jetzt sowieso, wir werden Int auf 400 kriegen durch unsere anderen Aktivitäten. Das hier lasse ich vielleicht erstmal aus. Das heißt, ich würde vielleicht nochmal ein bisschen in Richtung Stärke gehen. Oder doch Emo, da haben wir Stärke 400, Emo 800. Um Karten zu geben. Wollen wir das? Wollen wir Kartendealer sein? 10 Kurse muss ich auch absolvieren. Krass, ey. Ach so, und Int kriegen wir nur hier bei den Pferderennen. Ich glaube, ich gehe nochmal zu dem See. Das war doch, wenn ich das hier auf Level 2 kriegen wollte. Kann man Zutaten bekommen. Ja, komm. Machen wir noch eine Bootstour. Jetzt habe ich noch 2 Aktionspunkte. Ich könnte jetzt also noch was essen. Habe ich mich zu Hause eigentlich schon hingelegt? Haben wieder 5 Punkte. Vielleicht mache ich das doch mal. Ich will ja vor allen Dingen auch das Spiel ein bisschen zeigen. Und deshalb gehe ich jetzt doch mal, es kostet 5 Punkte, hier auf dem Platz zum Bankett zu gehen. Dann sehen wir mal, wie das ist. Wir gehen also mal zum Springbrunnen. Ist das gleiche Game. Fangen wir mal links an. Okay, das war sogar ihr Bild. Ne? Also offiziell werden sie auf beiden Seiten getroffen. Oh, du bist die Neue, oder? Angezogen durch Simbas... angezogen von Simba. Charisma 7. Okay, das ist so debattieren, was wir jetzt hier machen, oder? Also jedenfalls... haben wir ihr jetzt 7 Punkte abgezogen durch unser Charisma. Und sie hat debattieren 270 und wir haben debattieren 34. Simba trägt normale Kleidung. Deshalb gibt es hier nur 0 Punkte Abzug.
Sie hat grüne Sachen an. Ob ich da jetzt über Musik reden will, weiß ich nicht. Das ist ja eher blau. Kochen. Kochen wäre grün. Neuankömmlinge wäre natürlich auch immer ein Thema. Ich rede mal über Neuzugänge. Sie freut sich. Okay, plaudern wir. Okay, wir haben ihr ein bisschen was abgezogen. Sie hat uns ein bisschen was abgezogen. Reden wir über die Philosophie der Freundschaft. Das hat zwei Sterne. Ich hatte ein paar Freunde, als ich Kind war. Nur um dann groß zu werden und dass wir dann voneinander getrennt wurden. Also wir haben uns entfremdet. Ich glaube, die Übersetzung ist mal wieder schlecht. Also in ihrer Kindheit hatte sie ein paar Freunde. Dann im Verlauf des Erwachsenwerdens hat sie sich aber von den Freunden entfremdet und trifft die deshalb nicht mehr. Ach, du weißt wohl nicht, wie man eine Unterhaltung am Leben hält, was? Das werde ich dir das nächste Mal mal beibringen. Null Fame. Wir müssen erstmal unser Charisma steigern und bessere Themen lernen. Alles klar, das ist wohl was für viel später hier. Gut, gehen wir nach Hause und machen den Monatsplan. Und da haben wir ja schon gesagt, ich möchte. Warte mal. Auf jeden Fall das lernen, das müssen wir nur einmal machen, das machen wir in der Mitte. Also, wir machen Bogenschießen. Dann machen wir hier diese Wissenschaft, Göttin kennenlernen. Dann machen wir das Buch von Mona, wie man einen guten Eindruck hinterlässt. Dann nochmal wieder Bogenschießen. Und Wissen über die Vulkangöttin. Oh, langsam wird das Geld bald knapp, ne? Simba hat natürliche Auslese gelernt. Sie wurde ruhiger, wenn es um die Jagd geht. Ah, und das Event sagt, wir haben doppelte Attribute bekommen. Also Stärke nicht plus 5, sondern plus 10. Simba folgte den Anweisungen des Professors. Hat die Klasse heute erfolgreich abgeschlossen und ein paar neue Erkenntnisse gewonnen. Das waren jetzt normale Attribute. Dann wurde das Buch zu Ende gelesen. 7 Schritte, um einen guten Eindruck zu hinterlassen, bringt uns ein Charisma. Das Buch war super extra klasse. Simba, kommst du mal zum Würfelstand am Badehaus, um zu spielen? Nee, lass mal. Ich komme öfter hierher. Mein Papa, der spielt gerne mit Würfeln, schon als ich Kind war. Er hat mir 3 Würfel überlassen, als ich noch sehr jung war. Aber ich bin irgendwie nie zum Spielen gekommen. Ja, Glücksspieler sind ja auch gefährlich, insbesondere wenn sie verlieren. Spielst du auch? Ich? Nein, ich bin keine gute Glücksspielerin. Mit dieser Art von Spiel ist es leicht zu gewinnen, sofern man nur die Regeln kennt. Ja, das habe ich ja letztes Mal nicht hinbekommen. Mein Glück ist auch sehr gut. Das muss daran liegen, dass ich meine Glücksjuwelen trage jeden Tag. Ja, vielleicht hast du recht. Ich habe eine Freundin, die mag gerne wahrsagen und glaubt an Glücksfarben. Wirklich? Dann musst du das mal auch mal ernst nehmen. Weißt du, ich habe smaragdgrüne Juwelen an meinem Körper. Die bringen mir nicht nur viel Glück, sondern sind auch noch schön.
Es macht mich glücklich jeden Morgen, wenn ich aufwache und mir meine Lieblingsjuwelen anziehen kann. Ja. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Also in Sachen Accessoires und so, das ist gar nicht mein Ding. Äußerlichkeiten. Nee. Also was ich mag an Leuten, ist einen schönen Duft. Und natürlich, wenn jetzt jemand stylisch gekleidet ist und den entsprechenden Schmuck dazu hat und so, das weiß ich auch zu schätzen. Aber es ist halt für mich meine Welt nicht, um mich nach außen zu tragen, mich irgendwie zu stylen. Nein. Es freut mich, dass es dich glücklich macht. Aber ich bin immer noch neugierig wegen deines Verhaltens, wegen deines Benehmens im Casino. Nächstes Mal bringe ich meine Glückswürfel mit und zeig's dir. So, Bogenschießen nochmal, Stärke plus 5. Okay, Professor Greg hat heute zu viele Hausaufgaben aufgegeben. Alle sind zurück ins Klassenzimmer gekommen mit einem, beziehungsweise nicht ins Klassenzimmer, sondern in den Lernbereich. Wahrscheinlich gibt es da eine Bibliothek, wo die lernen können. Da sind sie hingegangen und hatten eine ganze Tasche voll von Aufgabenblättern. Mona hat bereits das meiste fertiggestellt. Wie wär's, wenn du es kopieren würdest? Ja, jetzt wüsste ich gerne, ist die Übersetzung richtig oder falsch? Heißt das, dass ich den Rest, was mir fehlt, von anderen kopiere? Oder heißt es, die Sachen, die ich schon fertiggestellt habe, kann ich anderen auch zur Verfügung stellen und kopieren? Und weil ich es nicht genau weiß, sage ich mal, nee, wir machen hier keinen illegalen Kram. Wir sind auch ganz neu hier. Es gibt bestimmt, so wie das hier gestellt ist, die Frage. Ich vermute einfach, es gibt Ärger, wenn ich auf das obere klicke. Ach doch, nur, weil so wie das der Satz schon ist. Ach komm, ein ganz klein bisschen kann man doch wohl schummeln. Nein. Es ist wahrscheinlich besser, es selbst zu tun. Ja, genau. Und das hatte ich auch vermutet jetzt. Es stand so nicht da. Der Text eben war ein anderer. Aber es ging darum, dass wir den Rest, was uns noch fehlt, von anderen abschreiben. Und da haben wir halt gesagt, nee, das machen wir lieber selber, bringt uns 10 Int-Punkte und kostet uns aber 5 Stimmungspunkte. Das andere wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich halte Stimmung für wertvoller als die Attribute, also, oder? Ich meine, momentan sind wir noch bei 65, es geht alles noch. Aber es kostet halt eben auch Zeit und Geld, die Stimmung wieder hochzubringen. Auf der St. Elmar Ritter Akademie gibt es einen Test für die körperliche Stärke der Schüler. Ich frage mich, wie ich da wohl abgeschnitten habe. So, sind wir alle da? Ich rufe jetzt die Schüler nacheinander auf und wenn ihr euren Namen hört, kommt ihr her und holt euer Testresultat ab. Ja, warum sollen wir nervös sein? Es hat doch keine schlechten Auswirkungen. Wir sind ja gerade erst bei der Schule angefangen. Man kann nicht erwarten, dass ich jetzt schon direkt stark bin. Simba. Körpergröße 1,47 Meter. Gripstärke 39. Was ist die Gripstärke? Ist das irgendwo ein Umfang oder sowas? Keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Ja, du bist nicht sehr stark, oder? Intelligenztest 46 Punkte. Okay, also ging es tatsächlich um die Stärke. Also wir haben einen Stärkewert von 39 oder wir haben 39 Punkte im Stärketest. Intelligenztest 46 Punkte.
Das ist eine gute Antwort. Ein weiteres kluges Kind. Ja, besser als ich dachte. So langsam begreife ich. Okay. Aber nächsten Monat. Was machst du? Ich überlege, ob ich wieder Arbeit annehmen sollte. Also mir einen Job suchen sollte. Hä? Willst du nicht weiter Logistikoffizier sein für die Ritter? Das ist ein guter Job. Ja, ich will aber mehr Geld verdienen. Dadurch hat auch Simba dann bessere Lebensbedingungen. Schauen wir mal. Diese Jobs hier sind ziemlich gut. Da kann man unheimlich gut Geld verdienen. Ja, die wurden mir schon alle vorgestellt von meinen Freunden bei den Rittern. Da frage ich mich, warum machen die Ritterfreunde diesen angeblich so gut bezahlten Job denn nicht selber? Ja, nicht übel. Dann arbeite bitte hart für Simba. Okay. Die Jobs sind jetzt alle von März bis Juni. Wir bekommen unterschiedliches Gehalt, entweder 150 oder 300. Hier bekommen wir noch zwei Eier dazu. Hier bekommen wir so eine Pferdebürste dazu. Hier bekommen wir einen Würfel dazu mit 3 Sternen ungefähr. Nicht ungefähr, sondern immerhin. Und hier bekommen wir ein Parfum mit Charisma plus 1, was 500 Gold wert ist. Ja. Was hat das sonst für Auswirkungen? Also Army-Chef will ich denn nicht machen, aber Friseur? Pferdepfleger oder Brauer? Ich nehme jetzt einfach mal den Brauerjob, weil der am meisten bringt. Also der Geldwert dieser Gegenstände ist halt auch hoch. Wenn meine Freunde wüssten, dass ich in der Distille arbeite, würden sie mich auf jeden Fall beneiden. Leo wird jetzt auf der Farm als Brauer arbeiten. So, was steht in der Zeitung? Wenn du sowohl schön bist und Talent hast und eine großartige Bezahlung möchtest, dann gibt es die Dusk Holiday Badehaus, wo du deinen Traum verwirklichen kannst. Also helfen wir einander. Ja, die stellen Leute ein. Dann gibt es eine große Zeremonie, um das Erwachsenwerden von Prinzessin Gwynnis zu feiern. Okay, also dann ist die jetzt wahrscheinlich dann 18 geworden. Und nicht, wie ich vermutet habe, schon 20. Als einzige Erbin mit königlichem Blut trägt Prinzessin Gwynnis hohe Verantwortung seit ihrer Geburt und hat niemals die Erwartungen von anderen Menschen enttäuscht. Sie ist die fähigste Prinzessin, die ich jemals kennengelernt habe. Ihre Fähigkeit und Schönheit haben sich sogar immer noch gesteigert. So, dann gibt es diesen Wild Horse Lake. Der heißt halt so, weil hier viele Pferde Herden leben. Wenn der Pferdefänger eine große Intelligenz hat und körperlich stark ist, dann gibt es eine größere Chance, ein seltenes Pferd zu fangen. Also versuch es mal. Ja, wenn ich darf. Bisher durfte ich noch nicht. Und ein Brief. Warum kann ich hier eigentlich noch anfangen? Okay. Oh, im Juli gibt es Geld. Die 300 sind für 3 Monate. Eieiei. Liebe Simba, ich dachte,
plötzlich an dich, als ich im Badehaus gearbeitet habe. Das heißt jetzt, wir haben durch das Gespräch mit Mary auch wieder so eine Grenze erreicht, von Unbekannt zu Bekanntschaft. Und deshalb schreibt sie uns in den Brief. Hier ist ein Geschenk mit besten Wünschen. Lass es nicht zu, dass ich immer diejenige bin, die den Kontakt sucht. Komm ruhig öfter mal vorbei, wenn du Zeit hast. Ich vermisse dich, Mary. So, wir bekommen einen Leitfaden, um das Herz einer Dame zu gewinnen. Sagen wir, wow, danke für das Geschenk. Oder, ja, mal überlegen, muss ich mal drüber nachdenken. Oder wir sagen, ich bin überrascht, aber es macht mich auch wirklich glücklich. Ich denke, nur auf das Geschenk zu reduzieren, gefällt mir nicht so. Und drüber nachdenken klingt auch so, ja, weiß noch nicht, ob ich Zeit habe, schauen wir mal. Nein, ich bin überrascht, aber es macht mich auch wirklich froh, dass du an mich denkst, Mary. 4 Punkte. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Also ich kann jetzt immer erst absprechen, wenn ich hier bin. Also hier machen wir gleich Schluss. Denn diesen ganzen Monat werde ich jetzt nicht mehr schaffen in der Aufnahme. Papa, schau mal. Ich habe hier ein Angebot bekommen, ein Jobangebot von den Badehäusern. Ach, du auch? Oder... Ach, du willst arbeiten? Ich sag mal, du willst arbeiten? Ja, natürlich. Ich möchte Geld verdienen für meine Familie. Es gibt viele Kinder in meinem Alter, die schon arbeiten. Und ich möchte meine Verdienste auch mit der Familie teilen. Naja, letztendlich möchtest du dir davon auch denn... Parfum, Kleidung, Waffen und so kaufen und Glücksspiel machen. Ich bin stolz, dass du das so siehst. Aber du solltest vorsichtig sein. Manche Jobs können deine Dunkelheit steigern. Und wenn deine Dunkelheit zu hoch ist, mögen dich manche Menschen nicht mehr. Ja, verstanden. Ich denke mal drüber nach. So, und hier ist nochmal wieder ein Brief eingetrudelt. Ach, den machen wir nächstes Mal auf. Ich kann jetzt, wenn ich abspeichere, ist ja mal Monatsanfang, das bringt jetzt nichts. Wenn ich das schon vorwegnehme. Ich bin noch einmal neugierig, was das nochmal war. Naja. Naja, Stärke 1100, alles klar. Ah ne, warte, da gab es auch andere Sachen. Emo 800, okay. Card Dealing wieder. Ne, ist okay. Dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Ich bin auch ganz gespannt, wie es weitergeht. Bis dann, tschüss.